WLAN 24 Adventskalender heute mit der Band Tony. Herzlich willkommen, Andrea und Elias. Merci. Freut mich, dass ihr wieder einmal daheim sind im Kanton, oder? Wir sind ja so Wirtschaftsflüchtlinge, habe ich gelesen auf eurer Webseite. Wo hat es euch überall hergezogen? Wir sind ins Unterland geflüchtet. Ich wohne im Zug. Der Elias und der Flo, die wohnen in Zürich. Und unser Bassist Valentin, der ist sogar bis auf Bern gezügelt. Und ja, du bist ja ursprünglich, oder ihr zwei sind der Bassist und du sind ja aus Mengadin. Mhm. Würdest du sagen, ist es in der Region schwierig, so Jobs zu kriegen, wie ihr jetzt habt? Musiker? Nein, also grundsätzlich einfach so. Eben, wenn ihr sagt, das ist schon schwierig, sind ihr Berufsmusiker? Nein, schon nicht, oder? Grundsätzlich die Jobsituation in der Region so schlecht, dass ihr irgendwann gewechselt sind, oder? Nein, ich glaube, wir wollen einfach studieren und dann, wenn du halt an der Uni willst, schon nicht an der Fachhochschule, musst du halt mindestens bis auf Zürich. Und jetzt sind wir halt, ich bin dort geblieben, der Wahl ist noch bis auf Bern weiter. Aber Jobs, ja, also das, was ich jetzt mache, könnte zum Teil auch in Schule machen. Und der Walle, der will Berufsmusiker werden, könnte wahrscheinlich auch zum Teil in Schule machen. Aber Also gar nicht so gross. Gar nicht so gross Highway eigentlich in dem Doch, Fall. Highway immer. Im Herz schon immer. Aber jetzt ist halt eine Phase, wo man halt. Also ich schließe es nicht aus, dass ich irgendwann mal zurückgehe. Also, es ist schon als Zuhause immer noch. Aber es ist einfach so ein bisschen eine Entwicklung, oder? Also ja, natürlich. Jetzt in dem Stand, wo wir jetzt sind, wahrscheinlich ein bisschen noch zuerst auswärts arbeiten und dann vielleicht irgendwann einmal wieder. Vielleicht irgendwann, wenn der Kreis sich schließt, wieder auf Graubünden zurück. Ihr habt eine Single rausgebracht, respektive. Also, wir haben zwei EPs haben bis jetzt gemacht und jetzt eine Single rausgelassen. Man kommt jetzt hier. Endlich mal wieder etwas Neues vor, weil es ist doch schon ein bisschen ruhig. Ja, wie immer haben wir für alles ein bisschen länger gebraucht. Aber wir haben jetzt unser Debütalbum im Kasten. Also das gibt es jetzt wirklich. Und das kommt auch, und zwar im Februar 2022 kommt das. Oder? Habe ich richtig gesagt? Ja, im Februar 2022, definitiv. 11.02.2022. Wie viele Mal haben Sie es verschieben wegen Covid? Oder? Wegen Covid haben wir es nicht so einfach. Mehr wegen unserer Zeitplanung, die nicht immer so effizient ist. Aber wir haben es jetzt dieses Jahr aufgenommen und es kommt Anfang nächstes Jahr raus. Ich glaube, das ist noch für unsere Verhältnisse relativ okay. Im haben wir auch schon länger gehabt, das für die Zeit. Was ist denn das bei euch? Ist das einfach der Perfektionismus, dass ihr 100 Mal überarbeitet, jeden Song? Ja, definitiv. Also schon. Bei der letzten EP war es halt wirklich der Perfektionismus gewesen. Und auch der Fakt, dass wir jetzt so lange gewartet haben auf das Debütalbum, fast 10 Jahre, ist auch sicher der Perfektionismus hat sicher einen Einfluss gehabt. Und auch wenn wir halt ein, zwei Wechsel gehabt haben in der Band, und das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir unseren Sound wieder gefunden haben. Mhm. Jetzt habe ich mitgekriegt, ihr habt so massive Diskussion, ob er noch CDs machen oder nicht, oder Schallplatten. Also Schallplatten machen wir sicher. Vinyls gibt es, ja. Sepp definitiv, ja. Und Downloads sicher auch. Ja, oder aber, genau. Aber CD, wieso? Ja, das Ding ist halt... Nicht, oder wieso schon? Also wir haben jetzt auch wieder vor Rat und jetzt, wir machen das jetzt in bald 10 Jahren. Wir haben zwei EPs rausgegeben, die haben wir noch auf CD pressen lassen. Und es hat sich schon zwischen diesen zwei EPs hat sich so gewaltig verändert. Also von der ersten EP haben wir 1000 Stück gemacht. Und dort sind wir, da stritten sich ein bisschen die genauen alle verkauft. Angaben, aber die sind eigentlich fast alle weg. Ja. Also die haben wir wirklich noch gut verkauft und haben auch noch viel können verkaufen. Und die zweite EP haben wir wieder 1000 gemacht und dort hocken wir noch auf einen Haufen CDs. Und darum hat der Eli die berechtigte Bemerkung mal gemacht: Ja, wieso produzieren wir denn überhaupt noch CDs? Weil es hat niemand mehr einen CD-Player. Und danach produziert man einfach einen Haufen Müll. Und das ist halt schon ein bisschen so. Meine, alle wollen es auf Spotify hören und auf Apple Music, und das ist ja auch in Ordnung. Aber die wenigsten Leute haben noch wirklich Gebrauch für eine CD, leider. Wäre Streaming nachhaltiger quasi? Ich weiß es im Fall nicht. Ich glaube, das Internet braucht auch sehr viel Energie. Das ist eine gute Frage, ob das wirklich nachhaltiger ist. Aber es ist ja schon nicht nachhaltig, wenn man etwas produziert, das nachher nur rumliegt.
Das ist ja sicher ein Fakt. Aber eben, da streiten wir uns ein bisschen darüber, der jetzt auch nicht zuerst in die andere Richtung schiessen. Ja. Was wäre ein Thema Kassette, wäre das vielleicht etwas? Ja, das ist ja recht trendy, habe ich gesehen. Das machen immer mehr Bands wieder. Aber ich glaube, für uns keine Option. Ja, wer hat einen Kassettenplayer? Ja. Ich weiß es nicht. Es gibt sicher noch ein paar Leute, die wieder so zurück sind zum Walkman. Ja, vielleicht. Also, weißt, du bist ja ursprünglich aus Davos. Man schaut recht, es hat ein paar Bauernhüfte rum. Ja. Und die haben sicher noch so eine Boombox. Ja, das ist gut. Also, so die Kassette noch reinschieben kannst. Ja, wenn ich dann dort vorbeibringe, Kassette, dann nachher ist es gut. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die Nummer 1 Zielgruppe von unserer Musik. Ja, kann ja noch werden. Oder? Ja, wer weiß. Also, gell, wer weiß. Genau. Sind ihr auch nächstens wieder einmal, also ist auch geplant, dass ihr dann CD taufen da in der Region einmal, oder? Doch, das wird geht bei euch alles von Zürich aus immer zuerst? Nein, also wir haben letztes Mal unsere letzte Platte taufen, die haben wir in Zürich gemacht. Aber wir haben die erste Platte, die haben wir mehr oder weniger in Davos getauft. Also das ist nicht so in Stein gemeißelt, dass wir jetzt nur noch alles in Zürich machen. Das wird sicher auch wieder Shows geben da. Wir spielen sogar im März in Chur. Mhm. Chur Unplugged. Am 9. 9. Nicht 5. Ich glaube 5. Das kann man sonst auch im Internet nachschauen. Kann man im Internet nachschauen. Ja, ja, genau. Chur Unplugged. Und wir haben eigentlich schon auch mal darüber nachgedacht, dass man auch Platten noch da ist, die in der Region taufen kann. Also in Davos gibt es sicher auch irgendetwas, ob es dann offiziell, wie viele Platten taufen dürfen machen, bevor es irgendwie komisch wird. Darum sagen wir einfach, wir machen wahrscheinlich eine Platte taufen in Zürich und dann halt auch so eine Art Release-Show in der Fuss. Oder eine kleine Tour. Kleine Tour. Eine Platten-Taufe-Tour. Genau. PTTT. Oder? Richtig. Ihr seid ja ab und zu, also jetzt heute haben wir euch so quasi unplugged gehört, plus minus. Ihr seid aber auch in voller Montur und mit Bassisten unterwegs. Was ist euch lieber? Oder macht es ein bisschen der Wechsel? Mittlerweile ist es schon Vollgas lieber. Aber unsere Band hat recht akustisch angefangen und auch lange haben wir so Konzerte gespielt und irgendwann hat es uns ein bisschen zurück zu unseren individuellen Wurzeln gebracht, zu der Gitarre. Also wir haben alle in Rock- und Punk-Bands für ihn gespielt und jetzt wenn wir einfach irgendwann wieder ein Piano ein bisschen Zeit tun, die akustische Gitarre und alles an die Verstärker wieder fürholen. E-Gitarre, laute Drums. Da fühlen wir uns schon ein bisschen wohler, glaube ich, würde ich für die ganze Band sprechen. Das ist aber richtig. Eben, wir machen es immer noch gerne einmal hin und wieder. Also ist das Album dann auch so eher krachend oder, ja, oder so, auch so mischig? Ich glaube, es ist das krachendste Album bis jetzt und das roheste Album, wo die man kennt von Toni und sehr, sehr simpel auch von der Instrumentalisierung, kann man das so sagen? Ja, ja. Instrumentierung. Das finde ich immer lustig, wenn so gute Gitarristen sagen, ja, sehr simpel und so. Ja, aber verglichen mit dem Zeug vorher haben wir es viel mehr ausproduziert und jetzt haben wir wirklich alles mehr oder weniger live eingespielt und auch nicht viel Overdubs gemacht und gesagt, das soll live tönen, das soll so tönen wie auf der Bühne. Wie was? Pur quasi. Pur, ja. Oder wirklich so. Ja. Natur belassen. Aber vielleicht kann der Andrea noch sagen, was er auf Anteil hat man es ja schon ein bisschen gehört. Ja. Anteil hat ja recht anders stöhnt schon als unser altes Zeug. Also vor allem die erste EP, die war sehr akustisch gewesen. Und noch Piano und die ersten Zeugs. Und dann die zweite EP, die war dann sehr ausproduziert gewesen, fast ein bisschen elektronisch noch. Und jenseits so Effekte und Zeug und Sachen. Und dann nachher, wo wir Anteil aufgenommen haben, das erste Mal beim Dave Hoffmann, da haben wir auch schon live eingespielt, eigentlich als ganze Band. Und dann nicht mehr gross daran herumgeschraubt. Und dann nachher hat uns das eigentlich sehr gut gefallen. Und dann haben wir auch entschieden, wir machen das Album auch mehr oder weniger so. Und das ist auch so, hat auch so funktioniert. Dann ist man auch relativ effizient. Und dann spielt man alles als Band ein und nachher nur noch die Stimme drüber. Und dann nachher kann man das auch live ohne gross Backing-Tracks und weiss ich was Zusatzmusiker halt so wiedergeben, dass es auch etwa den gleichen Druck hat wie auf der Platte. Ist das vielleicht auch. Dass am Anfang halt so soft tönt hat, weil es ein bisschen aus deinem Solo-Ding entwachsen ist, wahrscheinlich. Ja, definitiv. Und auch, ich meine, das ist ja noch schön, dass man das selbst jetzt bei uns, wo wenig Sachen rausgibt, so hört. Also man entwickelt sich ja auch. Und dann dort, halt, wo ich angefangen habe, Musik machen, ist halt gerade die Folge sehr gross gewesen. Und dann hat man das mal ein bisschen probiert. Und das eignet sich auch mehr, um das daheim im Zimmer aufzunehmen, als jetzt eine Full Band. Ich meine,
wir haben auch, also es hat auch sicher damit zu tun, wir haben gebraucht, bis wir jemanden gefunden haben, der den Sound so aufnehmen kann, wie wir ihn gerne hätten. Weil ich glaube, eigentlich haben wir schon immer ein bisschen so auf den Sound, den wir jetzt machen, hingeschafft. Aber es ist halt einfach ein bisschen Reis gewesen. Wir haben ein bisschen Umweg genommen, bis wir dort angekommen sind. Und dann eben viel hat noch so ein bisschen damit zu tun, was gerade aktuell ist. Dem lässt man sich auch immer beeinflussen. Und früher war das halt die Folge gewesen. Und jetzt haben wir einfach gesagt, es interessiert uns nicht, was aktuell ist, sondern wir machen das, was wir wollen. Und so wird auch das Album tönen. Es ist gleich ein bisschen punkig am Zeitgeist vorbei, oder? So wie zwei deine Wurzeln. So das neue Album. Ich hoffe, ich sage jetzt einfach ja, eh. Ja. Fuck yeah. Das ist ja. Nein, cool. Ja, ich sage danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Freue merci mich vielmals. Mega auf merci. Den Longplayer. Hat uns auch eine grosse Freude gemacht. Und dann du noch mal rein. Ja, wir schicken dir dann gerne eine CD, wenn es eine gibt. Ja, wenn es eine gibt, ja. Sonst tust du mir ein paar in Cloud oder so. Irgendwas. Ja. Nein, das ist super. Danke vielmals. Das war es schon mit Toni. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.